Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Fast Vanilla in Factorio. Heute mal umgedreht. Ja, wir waren beim letzten Mal die Forschung hier machen. Die ist jetzt auch gerade fertig geworden. Ich schaue gerade mal, ob ich doch die nächste auch noch machen kann. Nein, denn dafür brauchen wir jetzt diese anderen Module. Und da bräuchte ich die fortgeschrittene Elektrotechnik und die kostet mich 300. Und die ist mir zu viel. Ich habe gesagt, wir brauchen noch diese hier. Die Substation. Substation 3? Moment. Stromnetz 1. Stromnetz 2. Den da brauchen wir. Da sind die Umspannwerke dabei. Die, wo hier noch fehlen. Genau. Also, da brauchen wir jetzt 250 von denen. Das heißt, wir müssen jetzt da immer schön brav schauen, dass wir auch noch gut produzieren. Ja. Wird jetzt halt wieder nochmal viel gelaufen, bis wir da mal soweit sind, ups, dass wir das mal langsam in die Pötte kriegen. So, wie viel habe ich jetzt von denen? Ich habe jetzt von dem nochmal 9. Ich bräuchte nochmal 3. Na, hätten wir 12, weil dann könnte der schon mal die blauen Flaschen schneller machen. Wie gesagt, den Bahnhof möchte ich immer so planen, dass ich den nicht alle 5 Minuten umbauen muss. So, 3 drin, 3 drin, 3 drin. Oh, sehr schön. So, das ist der schon wieder alle. Dann hol mal drauf, dass wir da noch welche, dass wir da noch mehr kriegen. So, und jetzt sind mir die Motoren ausgegangen. Ja, klasse. Wie gesagt, wenn ich das Stromnetz fertig habe, dann kann ich nämlich diese Teile hier komplett fertig machen und auch komplett anschließen. Apropos fertig machen, ich muss mal gucken, wo ist hier eine Mauer? Da oben. So, hau mal drauf. Da brauche ich nämlich auch einige. So. Das wird jetzt witzig. Ja, ich muss ja aber trotzdem umziehen. Also, meine Kladderadatsch-Kiste. Moment einmal. Ich hätte sowieso gesagt, da habe ich gerade Platz. Also. Beziehungsweise habe ich noch einen Recyclinghof. Nein, aber dann baue ich mir halt mal schnell einen. Jetzt habe ich einen. So, dann habe ich hier meine Pistole. Die braucht sowieso kein Mensch. Außer ich möchte mit der nach den Viechern werfen. Und ich glaube, da gibt es bessere Möglichkeiten. Danke.
So. Dann ist schon mal die da ad acta. Dann nehme ich jetzt, ja genau, und stelle die erstmal wieder falsch hin. Kennt mir ja von mir nicht anders. So, dann hatte ich gesagt, Holz raus, das brauche ich noch. Dann Kupfer raus, das brauche ich noch. Okay. Dann brauche ich nochmal eine Stahlkiste. Da will ich sowieso nichts hinmachen. Da kommst du jetzt mal weg. Und du bist auch mit. So. Und die letzte. Da kommen jetzt die ganzen Walls rein. Jetzt ist die auch weg. So, in der Zeit dürfte der hier durchgelaufen sein. Also, nächsten rein. Danke. So, jetzt habe ich auf jeden Fall hier genügend Platz. Das heißt, ich kann jetzt schon mal dich wieder abreißen. Schön ist, ich kann dich jetzt auch gleich bis dahin abreißen. Und dich reiße ich komplett bis darunter ab. So. Okay, dann machen wir dasselbe Spiel auch hier. Ja, wobei, da darf ich nicht so weit runter gehen, weil sonst schaue ich ein bisschen doof. So, auch das muss weg. Und das muss auch weg. So. Und ich auch noch. Dann noch das. Und dann den Rest. Dankeschön. Dann blau. Und du legst gleich wieder los. So. Stromnetz 2. Ja, kann nicht gehen. Klar. Das hat der Reichweite mal wieder. Danke. Dann. Ja, auch wieder aus der Reichweite. Dann setz mal an. Außer Reichweite. Dann haben wir jetzt dann hier noch das Tor. Jetzt ist auch schon mal alles wieder dicht. So. Auch hier ist Tor. Dann brauchen wir noch die Lampen. Die Lampen sind wichtig, weil dann wissen wir nämlich, dass das alles passt. Tschüss. Und wieder. Seid daheim, bevor es dunkel wird. So. Hm, haben gehorcht.
hätte ich jetzt gesagt, verbinden wir die auch noch? Mache ich hier auch. Hier auch. Tschüss. Dann brauche ich nicht wieder los. Dann fanden die quietschen so lustig. Ja, da kommen sie wieder. Hallo. Na, hatte der Spaß. Nachbarn geärgert. Nee, ärgert nur den Besitzer, ne? Mhm. Kenn ich. Okay, ja, 65% haben wir schon mal. So, dann machen wir jetzt mal hier noch ein paar Stahlträger rein. Und wir holen mal gleich wieder welche. Und Eisen nehme ich auch gleich mit. Weil deswegen habe ich auch noch eine Kiste hier unten hingesetzt. So. Die ist schon mal leer. Der Rest wird jetzt mit Eisen aufgelegt. So. Dann hätte ich gesagt, nehme ich mal zwei mit. Dann nehme ich mal einen in Stein rein und einen in Kohle. Müsste jetzt nämlich das sein, was er jetzt abgebaut hat. Dann hätte ich gesagt, haben wir hier genügend. Dann die da, dann das da. Dann haben wir davon 147 Stück. Hast du jetzt noch Motoren hergestellt? 66 Stück. Nur 18 insgesamt. Das ist sehr wenig, aber... Wir müssen mal wieder sowieso rausräumen. Mhm. Jetzt weiß ich auch gerade sehr gut, warum, dass ich das gemacht habe. Ja, aber von denen habe ich schon 1440 wiederhergestellt. In der Zeit. Von den anderen leider nicht. Man kann aber nicht sagen, ne, dass ich nicht schnell genug momentan die herstelle, ne? Ja, aber die sind auch jetzt bald wieder alle weg. So, das waren jetzt aber 56 Stück. Das ist doch schon mal eine andere Anzahl. Könnte vielleicht sogar reichen. Was fehlt mir jetzt noch? Was muss ich denn jetzt schauen? 24, 16. Okay, von denen braucht er 3, von denen braucht er 2. Also das heißt, ich kriege von denen 8. Ja. 8 Stück kriege ich jetzt noch raus. Also 16. So, und jetzt, was bist jetzt du? Genau, da ist mir jetzt das Plastik ausgegangen, also nach oben. Muss nur aufpassen, nicht, dass ich jetzt dann... das nächste Material auch noch komplett verbrat. Dann könnte ich nämlich der Katz. Naja, er hat fast 2 Stacks hingekriegt. In der Zeit, wo ich sie verbraten habe. Und das waren 1,5. Wird auf jeden Fall sau interessant, den Bahnhof zu planen. Bahnhof, dass das raustransportiert wird und wegtransportiert wird, kein Problem. Da habe ich schon so halbe Sachen im Kopf.
Mein Problem ist nur, die Sachen rauszutransportieren, die dann ordentlich aufzuräumen. Und zwar so, dass mir nicht anders wird. Und was mir mal einer von euch bestimmt, der wo sich mit den Bahnhöfen auskennt, erklären kann. Und zwar, man kann ja momentan nur, oder ich kann jetzt auf jeden Fall hier nur vier Anhänger dranhängen. Ja, ich habe eine Lok und vier Anhänger, weil dadurch, dass ich jetzt keinen Kopfbahnhof mehr baue, sondern einen Durchgangsbahnhof, brauche ich nur eine Lok. Jetzt ist halt die Frage, kann ich da noch mehr dranhängen? Und wenn ja, was muss ich dafür tun? Dass ich zum Beispiel nicht vier, sondern sechs oder acht Stück dranhängen kann. Oder muss ich da dann was Spezielles machen? Ihr wisst ja, ne? Kommentare. Das würde mich nämlich weiterbringen. So, fast 6% fehlen noch. Dann hoffen wir mal. 66 Stück hat er raus. Das müsste auf jeden Fall reichen. Jetzt haben wir 88 Stück. Ja, genau. Mal wieder mal nicht breit quatschen und zu früh geklickt. Hier. Immer diese Unprofessionalität. So, du rausch durch. Dann machst du auch gleich den nächsten. Du machst den nächsten. Perfekt. So, habe ich jetzt von den. Ja, ich habe noch eine blaue Maschine. Also, dich ziehe ich jetzt mal nach unten. Dann reiße ich dich ab. Dann mache ich dich dahin. Dann kommen die gelben Maschinen weg. Dafür kommt da eine die rote hin und du kommst weg und dafür kommt die blaue hin. Brauche auch nicht mehr. Es ist nur interessant zu sehen, okay, ich habe noch gelbe, weil das heißt für mich, ich kann die umwandeln, wenn ich dran denke. So, schmeißen wir schnell alle rein. So, dann hauen wir dich auch noch nach unten. Dann habe ich ja noch ein paar rote Maschinen, aber ne, da habe ich nämlich jetzt den nächsten. Okay. So. Das heißt, ich habe jetzt davon vier. Und das Stromnetz ist fertig. Juhu! Dann hätte ich gesagt, machen wir jetzt da oben erstmal mit den ganzen Gedöns weiter. Fluidburner. Laborforschungstempo. Genau. Das ist schon mal was, was wieder Sinn macht. Okay. Haben wir hier jetzt schon welche drin? Nein. So, wir schauen mal schnell drauf. Energieverbrauch plus 20, Tempo plus 40%. Achso, ist das Tempomodul. Ja.
Er braucht momentan 20 Sekunden. Wir tun jetzt mal Zweier rein. Steht es jetzt drauf oder steht es jetzt nicht drauf? Herstelltempo 1,75. In der Maschine zeigt es nicht an. Okay, zweites Modul ist drin. 2,25 plus 80%. Und das nächste 2,75, 120% ist jetzt schneller. Das wird auch gleich ausgetauscht. Haben wir gleich den nächsten drei zum Umwandeln. So, ich hoffe, dass ihr euch nicht Trommelfälle gerade rausgeplatzt sind, aber ich war leider zu langsam. Okay, 18 Stück. Ich hätte gesagt, da habe ich jetzt genügend 20 Stück. Machen wir die gleich für die nächste Größe. Freue ich mich drauf. So. Also, wir haben jetzt hier eine Herstelltempo von 4,05 plus 80% mit der Stufe 1. So, und jetzt haben wir 5,85. Da können wir schon mal zufrieden sein, oder? So, Luftfilter. Das macht einen Sinn. Bauroboter. Bauroboter macht überhaupt keinen Sinn, aber ich glaube, ich brauche sie. Ja, ich brauche sie, um den nächsten zu machen. Also, fangen wir mit denen auch an. Okay. Gleich den nächsten wieder reinhauen. Okay. Der macht jetzt 5,85 pro. Ja, also wenn wir da unten sich mal die. Ja, genau. Auch sogar das gefällt mir. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, ich darf nicht drüber nachdenken, wie viele Materialien, dass ich jetzt durchjage. Weil dann wird es ein anders. So, Motoren. Ja, genau, die Motoren. Das ist jetzt mal gleich auch das nächste. So, Motoren stellen wir momentan her. Herstelltempo 2. 115 Motoren. Ja. Herstelldauer 10 Sekunden. Geht das eigentlich auch irgendwo da? Herstelldauer? Herstelltempo 2. 10 Sekunden steht jetzt hier. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sich da gleich was ändert. Nee, also 10 Sekunden bleibt. Und das muss ich mit dem Herstelltempo bestimmt, also mit dem Faktor bestimmt berechnen. Also das heißt, der braucht jetzt 5 Sekunden oder so pro Einheit. Bauroboter sind abgeschlossen. Sehr gut. Was brauchen wir dafür? Die Robotics 2. Ah, Logistik und Bauroboter habe ich jetzt. Okay. Schifffahrt macht momentan keinen Sinn.
Aber die Luftfilterung macht Sinn. Weil, wenn ich dann jetzt zum Beispiel anfange, die Außenteile hinzustellen, kann ich hingehen und sagen, okay, ich möchte eigentlich, stell mir gleich ein paar Luftbilder auf, dass die Ausbreitung nicht so groß ist. Dass Mrs. und Mr. Wurm nicht gleich sich angegiftet fühlen müssen. So, dann kommst du jetzt schon mal da rein. Zweihundertvierundzwanzig, dann machen wir mal gleich die Hälfte. Geht hier rein, Motoren mitnehmen. So, 30 Stück davon. 34 davon. Sehr schön. So, wir brauchen aber noch ein paar Speed-Upgrades. Weiß ich, warum ich die hergestellt habe. Brauche auf jeden Fall 3, 6, 9, 12. Okay. Dann habe ich jetzt. Das machen wir mal leer. Okay. Also. Wir haben jetzt gerade ja noch eine Forschung dazu bekommen. Wo sind eigentlich meine Strommasten? Strommastenproduktion? Nirgends, ne? Die habe ich hier nicht. Okay. Dann machen wir sie jetzt. Also, wir brauchen dich. Und dich, wir brauchen dich und dich und ich brauche dich. So, und für dich brauche ich jetzt Luftfilter haben wir fertig. Und die Luftfiltermaschine ist jetzt auch da. Sehr schön. Arbeitsroboter, erhöhe die Fluggeschwindigkeit von Logistik- und Baurobotern. Ja, richtig. So, 327 Stück. Dann da können wir auch gleich wieder was reinfeuern. Okay, dann nehmen wir da welche, das da und den restlichen davon. Toll. Ich habe gerade mal 6 Stück bekommen. Wahnsinnig viel. Braucht da weitaus mehr. So, jetzt habe ich aber ein Problem, stelle ich gerade fest. Also, das heißt, wir schieben dich rum, weil ich brauche jetzt noch den da. Dann kann ich die Lampen nämlich da hinstellen. Kann man nämlich die auch. Arbeitsrobotergeschwindigkeit, sehr gut. Ja, und da bräuchte ich jetzt sozusagen die nächste. Und die ist mir momentan das nicht wert. Zugsignale? Die sind mir was wert. So, und jetzt hau ich mal jetzt erstmal alles das da weg. So, und jetzt komme ich hier rein mit Eisen. Und da splitte ich's auf. Schwachsinn. Weg. Ups. Auch weg. Okay, hier kommt Eisen rein. Dann kommt mal schnell das da weg. Okay, also ich habe jetzt hier mein Eisen. Muss man hier alles wegbauen. Den habe ich ja jetzt verkleinert, ne? Ja. Also, wir machen jetzt erstmal hier nur zwei.
Dann brauche ich noch ein paar Speed-Module. Einundzwanzig Stück habe ich davon. So. Dann haben wir die nächsten schon fertig. So, also jetzt heißt es jetzt, das Eisen kommt sozusagen jetzt dann hier rein. Es kommt weg. Dann habe ich jetzt dann hier unten auf jeden Fall noch einen. Oh, im Balance Part habe ich nur den ersten. Das müsste aber der rote sein, ne? Oder ist das der gelbe? Nee, genau. Das ist der blaue. Ach genau, da ist er. Das ist der Zweier. Den habe ich schon. Warum sehe ich den gerade nicht? Bin ich blind? Da ist er. Ah, 7 Stunden reinstecken. Okay, also. Das heißt, du kommst schon mal daher. Du kommst weg. Perfekt. Wenn ich den Mod drin habe, dann kann ich ihn auch benutzen. Okay, dann haben wir jetzt schon mal hier wieder die 4 Kisten. Und wir machen uns. Das muss ich auch mal gucken, dass ich das umziehen kann. Das geht mir nämlich auf den Keks. Alles ist hier sauber, ordentlich aufgeräumt, nur die nicht. Okay. Also, das wird jetzt auf jeden Fall so weitergemacht. Dann werden jetzt mal die Kisten hier alle schön brav entleert. Dann sind die nämlich auch alle immer da, wo sie zu sein haben und nicht, an 5000 verschiedenen Stellen. Okay. Dann hätte ich gesagt, habe ich jetzt auch hier das Problem. Alles weg. So, auch nee. Hier. Fünf. Das ist 5er Zahl. So, ich schätze mal, jetzt sind mir die Kupferplatten ausgegangen. So, wie schaut es jetzt hier aus? 48 Stück habe ich noch einstecken. Die werde ich brauchen. So, und dann heißt es nämlich für mich, hier kommen die nächsten 4 hin. Es kommt weg. So, und dann habe ich dann auf jeden Fall noch den. Das heißt, das kommt jetzt auch alles weg. So, dann kommst du rein und du rein. Du auch. Und da haben meine 4 Stück. Die ist dann sozusagen das dann schön aufteilen. So, dann heißt es ja, die Kiste, ja, ist voll. So, da kommst du jetzt auch. Dann umdrehen. Und dann heißt es durchziehen.
Wir schauen, ob wir gleich wieder welche haben. So. Muss nur aufpassen, weil Zahnräder habe ich gerade alle einstecken, die es gibt. Okay, also das da ist alles soweit fertig. Das ist richtig. Okay, also. Dann kann ich dich auf jeden Fall komplett abreißen. Ich kann dich komplett abreißen. Ich reiß hier auch ziemlich viele ab, wenn nicht alle. So, wir haben ja schon mal... Genau. Wir haben die Anforderungskisten, wir haben die passive Anbieterkiste. Davon brauche ich schon mal zwei. So, und dann haben wir diese Stromteile hier. Ich weiß, ich bräuchte eigentlich noch die nächste Stufe. Weil dann wäre dann nämlich alles mit drin. So, aber ist egal. Das machen wir jetzt erst einmal so. Jetzt haben wir die alle drin. Das heißt, die großen schließen die an. Und wir sind jetzt hier mit Strom dabei. Okay. So, das, was wir jetzt dann auf jeden Fall haben, ist der da. Also entweder mache ich es jetzt zwei. Und das mache ich auch. Also, du kommst weg. Du kommst auch weg. So. Dann kommst du weg. Dann kommt da einer hin. Weil der splittet den jetzt auf. Ich habe jetzt dann den hier. So. Dann habe ich jetzt dann hier meine Chest. Meine Fabrik, meine Chest. Ich bin auch so eine Chest. Okay, dann machen wir dich erstmal so. Aber du nimmst den bitte hier. Und du nimmst den hier. Genau. So, dann hast jetzt du Zahnräder. Okay. Dann schmeiße ich jetzt mal, um uns einen Stack, was nehme ich? 3000. Nehmen wir mal 1000. 1000 Stück mit. So. Ich will ja, dass das Ding läuft. So, genau. Also der geht jetzt rein. Der hat nur noch einen viertelten Weg. Ja, dann sind wir schon mal damit glücklich. Okay. Dann brauche ich jetzt... Die da brauche ich meiner Meinung nach nicht mehr. Also nehme ich dich. Und dich brauche ich auch nicht. Also nehme ich dich. Da kann ich dich nämlich auch wegmachen. Okay. So, dann brauche ich jetzt von dir aber auf jeden Fall zwei Stück. Die müssten eigentlich jetzt schnell genug sein. Wenn nicht, muss ich sie nochmal um einen verschieben. Ne, das machen wir gleich. Das machen wir gleich. Okay, dann gehen wir von dir nämlich einen noch weiter. Bin mir gerade noch nicht sicher, ob das so funktioniert. Doch, eigentlich schon. Ja, dann gehst du jetzt nämlich. Du gehst hier raus, du gehst hier raus. Du machst erstmal den. Dann machen wir den da. Dann kopiere ich dich.
Mache ich dich auch weg. Ja, wenn es nicht reichen sollte, kann ich dann hier jetzt auch die Teile dann reinmachen. Okay, also das haben wir, das haben wir. Dann gehen wir jetzt nach unten. Dann habe ich ja gesagt, ich habe Beschleuniger dabei. Ich bleibe jetzt zwei weg. Das heißt, wir brauchen nochmal dich. Und ich brauche hier jetzt eine passive Anbieterkiste. Die rote hier. Okay. Ich könnte sie sogar noch näher zusammenstellen. Ja, das mache ich auch. Also erstmal den da reinräumen. Ha. Weil sie nicht weit genug gehen. Ich mache den jetzt erstmal so. Genau. Und der lädt schon mal mit dem Strom auf. Perfekt. Wie schaut es eigentlich strommäßig aus? Gut. So, und die Maschine näher dran. Und die Module da auch noch mit rein. Und dich dahin. So. Nee, bringt mir nichts. Und den kann ich leider nicht einstellen. Also, dass der nur auf die Seite abgibt. Aber ich könnte es mit dem, da könnte ich es machen. Aber ich habe keinen Stahl einstecken. Grad. Okay. Aber dadurch, dass ich es jetzt genau so mache, habe ich jetzt schon mal einen Vorteil. Ich gehe jetzt schon mal hier hin. Gehe dann hier hin. Ich kopiere jetzt den da dahin. Dahin. Genau. Wir holen uns jetzt nochmal schnell 1000 Platten. Dann den da nehmen. Erstmal dich dahin. Du nimmst da raus und haust da rein. Du ziehst da raus. Dann brauche ich jetzt noch die letzte rote Kiste, die ich habe. Kommst dahin. Dahin. Gehst da rein. Okay. Dann kommen jetzt da nochmal zwei rein. Perfekt. Ich finde perfekt. Könnte nicht besser gerade laufen. Wenn wir jetzt dann noch irgendwann da oben mal Eisen reinkriegen. Dass die auch die ganze Zeit arbeiten können. Das wäre Hammer, hä? Genau. So. Aber wir brauchen jetzt noch eine Sache. Das heißt, ich weiß gar nicht, habe ich. Den da kann ich rausmachen. Ich brauche jetzt nämlich hier den hier. Dann brauche ich nur mal jetzt Stahl. Deck. Was brauche ich noch von dir? Ich brauche davon noch welche. Das heißt, ich muss das Zeug reinschmeißen. Da will ich richtig weit kommen. Bombe.
Aber die kriege ich weg. Und die? Kommst du rein? Und ich brauche noch mal Stein. Also, das läuft. Stahl rein. Und die restlichen davon. Und ich gehe mal nach oben und hole noch mal Plastik. Könnt auch mal das Auto nehmen. Könnt auch mal die Stromleistung verbauen. Ich könnte mal die Eisenbahn bauen. Ich weiß, ich kenne so viel. Und tue es noch nie. So. Jawohl. Es wird immer ein bisschen mehr. Nee, es wird nicht mehr mehr. Es hätte noch viel, viel mehr sagen können. Mehr? Statt mir? Oh. Und schaut mal. Das heißt, das Kupfer ist alle. Nee, das Kupfer ist noch nicht alle. Fast alle. Halt. Nicht zu viel und zu schnell. So, du gehst jetzt dahin. So, und dann machen wir... Toll. Ne, dann machen wir dich. Okay. Dann machen wir dich und dann machen wir dich. Gehst du nach vorne und du nach vorne. Dann haben wir das jetzt dann auch alles und dann ist das auch gleich alles weg. In 3 Stunden 33. Das Kupfererz habe ich doch schon gelöscht. Ja, schaut so aus. Okay, also das kann weg. Erzförderer 2. Du bist Erzförderer 3. Komm mal drauf hier. Das muss alles weg. Naja, ich weiß. Ich wollte nur mal schnell Plastik holen. Weiß. Aber dann kriegen wir das Zeug hier weg. Da sind jetzt noch 2000 Stück drin. 3, 4, 4, 1, 3000, 1600. Das sind jetzt aber Dreier. Wie lang sagt dann? Sagt nix. Dann hätte ich gesagt, tun wir die nochmal schnell hinzufügen. So, 3 Stunden sagt er bei der Kohle. 11 Stunden sagt er beim Öl und 3 Stunden sagt er fürs Kupfer. Doch schon mal eine Aussage. So, sehr schön. Da sind wir jetzt auch dabei. Wie gesagt, hier muss ich mir aber noch einiges einfallen lassen. Ich müsste eigentlich die nächste Stufe von Bändern bräuchte ich hier fast schon. Dass ich die Verteilung besser machen könnte. Okay, also. Dann heißt es jetzt für mich... Was wollte denn der nette Onkel machen? Der nette Onkel wollte Plastik holen, dass er mehr Schaltkreise herstellen kann. Nicht der nette Onkel, sondern der verwirrte Onkel. Genau. Okay. Oh, ich könnte mal eine Forschung machen. Ah, ich mach mal schnell Gedöns weg. Dann hätte ich gesagt, ich brauche Plastik da oben. Na, so schnell kriegt man Gedöns hinfort. Hinfort von diesem Ort.
So. Ich kann nicht mal so sagen, weil dann schon wieder das Ding da hinten bim bim macht. Da ein bisschen Plastik reinschmeißen. Bim bim. So, was haben wir denn? Heatpipe. Fluid Burning Furnace bringt mir nichts. Tankwagen bringt mir ein bisschen was. Machen. Weil ich ja auch irgendwann Öl fördern muss. Es wird noch witzig, Öl zu finden. Also die großen Basen, also dass man eine große Basis hat am Anfang, hat einen super Vorteil. Wie gesagt, bis hier hinten, man hat erstmal Ruhe. Die breiten sich hier ganz langsam aus. Wir sind ja erst bei der Evolutionsstufe 16,3% oben. Ich habe schon gesagt, also bei so komplexen Packs müsste man es eigentlich noch komplett weiter runterdrehen. Muss ich mir mal angucken. Ich habe ja mittlerweile sogar einen Mod drin, dass ich das jetzt sogar Change Map Settings im Game machen könnt. Hier. Aber wird natürlich jetzt nicht mehr gemacht. So, du kommst jetzt hier rein, genau. So, ich habe jetzt noch 12 mit denen. Und ich weiß, ich baue jetzt aber erst den um, den Zapfen hier. Das heißt jetzt für mich, ich gehe jetzt erstmal hin und kill das hier alles. Wenn einige sagen, warum machst du das, werdet ihr gleich sehen. Ihr seht daneben den anderen. Kleiner, aber feiner Unterschied. Okay, also hier kommt das Eisen rein. Der Schmelzöfen kommt weg. Und der neue kommt daher. So, ich habe davon jetzt 10 Stück. Und das ist jetzt ein 3x3. Und nicht mehr wie da 2x2. Also, jetzt muss ich leider aber von unten anfangen. Das muss auch alles weg. Der Verteiler kommt jetzt erst auch mal weg. Ich fange jetzt trotzdem mal schnell von oben an. Es hat einfach nur einen Grund. Wir wissen, wie viel das ich noch habe. Ich brauche auf jeden Fall noch mindestens zwei. Und die, wo ich am meisten hatte, die grünen sind jetzt weg. Ja, dann bleibt jetzt mal ein bisschen die Forschung stehen, das ist mir jetzt egal. Man muss Prioritäten setzen. Ja, und ich muss mal Priorität setzen, dass ich mal auf die Uhr gucke. Wir sind schon wieder bei über 50 Minuten. Ja, die Zeit vergeht wie im Flug. Und gefühlt habe ich nichts geschafft. Mining Speed ist mir egal, Movement Speed ist mir nicht so egal. Dann lasse ich dich laufen. So, ich will trotzdem das noch sehen. Also 3 Stück sollte ich auf jeden Fall haben. Macht noch Sinn? Ja, ich bin der Meinung, es macht Sinn. So, du kommst mal weg. Die schauen da gegen denen Viechern richtig süß aus, oder? Okay. Das heißt, wir bauen sie mal schnell wieder ab. Und dann haben wir unseren Spielspaß, was wir beim nächsten Mal aufbauen können. Genau. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, wie immer in die Kommentare, immer einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.